Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe immer noch meine Zipfel von gestern. Sieht man schon, dass sie ein bisschen aufgehen. Richtig grauselig, gruselig schaut das aus, aber egal. Ich koche jetzt gerade eine Suppe, eine Kartoffelsuppe. Ich habe jetzt einfach Kartoffeln und Karotten und Lauchzwiebeln reingeschnitten. Ich habe da irgendwie nie ein Rezept dafür. Ich mache einfach mal irgendwie das, was ich will. Und habe jetzt schon einen halben Liter Wasser mit ein bisschen Gemüsebrühe aufgegossen und lasse es jetzt einfach auf niedriger Stufe köcheln. Genau, und während es kocht, werde ich euch jetzt etwas zeigen. Und zwar einmal ist ein Paket angekommen. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Wenn ja, darf ich es euch noch nicht zeigen, weil da kommt dann ein extra Video dazu. Und einmal hier von Rossmann, von Babywelt, Vorfreudetasche, bald bist du da. Gibt es die irgendwie, wenn man sich da anmeldet, dann bekommst du irgendwie so einen Rabattcoupon und dann irgendwie bekommst du diese Tafel kostenlos und das fühlt sich auch an, als wäre da irgendwas drin. Deshalb machen wir das mal zusammen auf und schauen einfach mal, was drin ist. Ich finde die Tasche einfach schon mega süß. Kleine Schaumschläger-Tasche. Mega süß. Jetzt schauen wir mal rein, was da drin ist. Also man hat hier auf jeden Fall einen Haken, dass man die Tasche auch theoretisch aufhängen könnte. Warte mal, das kocht irgendwie. Genau, so schaut es jetzt da innen drin aus. Wir haben da einmal von Rivalde Loop Hydro 3-in-1 Mille Reinigungstücher, feuchtigkeitsarme Haut. Einmal solche Tücher hier sind da drin. Dann ist da einmal von Garnier wahre Schätze, Feuchtigkeitsspende, tiefenpflegende Maske. Empfindliches Haar. Also für die Haare ist das so eine Maske. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil es wird schon langsam dunkel. So, dann haben wir hier einmal von Always, ganz schön schwanger. Das sind so dünne Slip-Einlagen. Genau, einmal die hier. Dann einmal von L'Oréal Paris Planta Clear Anti-Schuppen ausgleichendes Shampoo. Dreifachwirkung, so schaut das hier aus. Da sind auf jeden Fall so kleine süße Pröbchen mit drin. Dann einmal noch von L'Oréal für normale Haut bis Mischhaut, so ein Liquid Care, auch so eine Pflegecreme. Und einmal ein Wunderöl von Garnier, auch einmal so ein Pröbchen. So, dann einmal ein Heftchen. Wir warten auf dich, Babywelt. Meine Erinnerungen, also da steht wahrscheinlich jetzt halt ganz viel drin, wo ich über die Schwangerschaft Sachen nachlesen kann. Werde ich auch mal reinschauen. Dann meine Couponsammlung für ihre Einkäufe. Das ist ja cool. Haben sie jetzt sogar solche Coupons, wo ich dann billiger einkaufen kann. Also wo zum Beispiel jetzt hat 2 Euro sparen, 1 Euro sparen auf das bestimmte Produkt, wo eben auf der gegenüberliegenden Seite drauf ist. Ist auch ganz cool. Tashi, was machst du auf dem Tisch? Wunder! Dann habe ich einmal eine Gratisprobe von Pampers. Hat auf jeden Fall noch ein paar Wochen Zeit. Aber finde ich mega cool. Das sind diese Premium Protection New Baby. Mega süß. Genau. Und als letztes habe ich hier einmal noch Zendium. Zendium stärkt die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes. Ist wahrscheinlich fürs Baby, wenn die Zähne vielleicht anfangen zu wachsen, muss ich mal schauen und nachlesen. Und einmal von, ach ja, so schaut es aus. Und einmal von Sebamed, Baby und Kind, Waschlotion, Haut und Haar. Dieses kleine Pröbchen hier. Also finde ich auf jeden Fall mega süß. Jetzt dürfen wir den Karton da raus. Weil die Tasche finde ich ja auch mega süß. Da passt auf jeden Fall sehr viel rein. Und schaut ihr nicht einfach mega süß aus. So, jetzt habe ich hier ein Paket. Ich
glaube, ich weiß, was drin ist. Ja, aber ich kann es euch noch nicht zeigen, weil dazu wird nämlich ein extra Video kommen. Ich wollte euch nochmal die Verpackung zeigen. So schaut die Verpackung aus. Vielleicht weiß es ja irgendjemand und hat es schon mal irgendwo gesehen. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das vielleicht schon wisst. Auf jeden Fall kommt dazu dann auch die nächsten Tage ein Video dazu. Vielleicht stelle ich das Video auch schon vor den Vlog online. Das seht ihr dann, ob schon online ist. Wenn ja, verlinke ich es in die Infobox. Und wenn nicht, dann müsst ihr noch ein paar Tage warten. Auf jeden Fall freue ich mich darauf schon mega. Und ja, das war es erstmal. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch meine Suppe weiter kochen hier. Kashi, du nervst in jedem Video. Ja, du. Hi Leute, ich melde mich auch mal wieder. Ich weiß, ich habe die letzten Tage irgendwie gar nicht gefilmt. Ich glaube, 4 Tage ist es jetzt schon her. Deshalb für mich jetzt. Und zwar werde ich gleich abgeholt von einer Freundin. Wir gehen nämlich heute zusammen essen. Griechisch gehen wir essen. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe so krassen Hunger. Ja, ich zeige euch ja dann mal. Also ich kann euch dann auf jeden Fall was zeigen, was es zu essen gibt. Also Leute, es ist jetzt 17.33 Uhr und wir haben ausgemacht um 17.30 Uhr. Franz, ich bin enttäuscht. Du bist zu spät. Und du lässt mich hier draußen stehen in der Kälte. Also hoffentlich hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das siehst. Franzi. 17.35 Uhr. Mensch. Leute, schaut euch das an. 38. Mann, wo bleibst du nur, Franzi? Ist sie das? Ja, das ist sie. Also Leute, wir haben jetzt Vorspeise. Wie heißt das? Sagamagi. Das ist richtig. Wir packen das raus, Kerl. Kurz. Müssen wir mal aufhören. Wohin kommt das denn? In YouTube. Wir haben jetzt auf jeden Fall Nachspeise bekommen. Ich komme gleich ab, aber ich schwitze schon richtig. Ich hab noch immer meine Vorspeise gegessen, Leute. Essen, Leute, essen. Nehmt alles, was ihr könnt. Vor allem die Pflanze. Hier, teilt euch ein. Ich hab eine Leute. Schmeckt genauso, wie wenn sie ganz. Also gut, Leute, falls ihr verstanden habt, Vorspeise. Ist Saganaki, gebackene Schafskäse. Oh. Also jetzt ist unser richtiges Essen da. Ich habe einmal Souvlaki bestellt. Und das ist das andere Essen. Geil. Heute übernehme ich den Vlog für die Steffi, also nach dem Abendessen. Bist du eigentlich? Wir, also ich bin die Sandra, der Steffi, ihre Freundin. Nee, und wir sind jetzt alle im Aposto und haben Cocktail bestellt. Wie heißt denn deiner, Sandra? Irgendwas mit Himbeer. Ich habe keine Ahnung. Ich und Steffi haben Himbeer. Natürlich und alkoholfrei, musst du dazu sagen. Natürlich. Und die anderen beiden haben Coconut Kiss. Ich weiß ganz genau. Schau, jetzt seht ihr uns alle. Jetzt können wir uns alle sehen. Ist das ein anderer Stil jetzt? Nee, das kannst du auseinander machen. Das ist jetzt ein anderer Stil. Schau, jetzt sieht man uns alle, außer die Sandy. Wie gesagt. Sandbarbalk. Also, wie schmeckt denn jetzt? Wie schmeckt eure? Ja, gut. Mhm. Nicht so schlecht eigentlich. Oder? Geht schon. Boah, du schmeckst so die Minze schön. Übelst raus. Ich will mal probieren. Aber schmeckt ja mega geil. Mhm. Alter, schmeckt der geil. Und da sind Kalimettenstücke drin. Geil. So, jetzt fragen wir mal, wie unser Cocktail so schmeckt. Jetzt noch ein bisschen Johanna. Sehr gut. Wow. Franzi. Wunderbar. Steffi. Der absolute Oberhammer. Alle sind begeistert. Die Sandra moderiert den Abend schon auf Tiger, Alter. So Leute, ich bin jetzt schon in meinem Bett.
Ich weiß, ich schaue schrecklich aus, aber juckt mich nicht, weil ich bin gerade am Videoschneiden und dann ist mir aufgefallen, dass ich mal wieder vergessen habe, das Ende zu drehen. Keine Ahnung warum, habe es einfach mal wieder vergessen. Aber ich möchte, dass das Video für euch morgen online kommt, deshalb mache ich einfach jetzt schnell das Ende und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis bald.